In diesem Video zeigen wir euch die Sehenswürdigkeiten von Trondheim. Das Tor zum Norden und den Arctic Circle am Polarkreis. Jetzt stehen wir hier am Universitätsparkplatz von Trondheim. Wir sind nämlich in der Zwischenzeit in Trondheim angekommen. Und wir haben jetzt hier ein Plätzchen gefunden in Trondheim. Und es ist von Freitag ab 16 Uhr, glaube ich, bis Montagmorgen um 8 Uhr frei. Vermutlich. Wir probieren es jetzt einfach aus. Also in Norwegen ist es ja so, entweder ist etwas umsonst oder es ist schweineteuer. Und es scheint von Freitag 16 Uhr bis Montag früh um 8 Uhr umsonst zu sein. Und das probieren wir jetzt einfach aus. Mehr als einen teuren Strafzettel können wir nicht kriegen. Entweder wir parken günstig oder kriegen einen teuren Strafzettel. Das werden wir mal feststellen, wenn wir wieder zu Hause sind. Aber so wie wir das verstanden haben, ist es so. Und jetzt probieren wir das einfach aus. So genau. Steht es übrigens auch in unserem Reiseführer. Nee, nicht im Reiseführer. Doch. Bei Park for Night steht es so. Ah, okay, Park for Night. Aber ist nicht bestätigt. Es hat nur eine Person reingeschrieben. Wir bestätigen es. Wenn es so ist, bestätigen wir das. Und jetzt fahren wir rein. Da gibt es eine schöne Brücke. Und was gibt es noch, Ursi? Die, ja, dann gibt es einen Dom. Die König, Dom, eine Domkirche. Der König Harald hat hier seinen Sommersitz. Ja, die norwegische Königsfamilie hat hier ihren Sommersitz. Die wurden auch in der Kirche gekrönt. Und ja, dann gibt es einen Marktplatz und jetzt gucken wir halt einfach mal. Und ihr seht schon, also was Kleidung angeht, da rüsten wir langsam auf. Es ist zwar die Sonne, hat uns immer noch begleitet, aber es wird immer etwas frischer und wir fangen jetzt schon an, unsere Jacken anzuziehen, seit dem Geiranger Fjord. Ja, ja, auf jeden Fall nehmen wir sie mit. Im Moment hat es, glaube ich, 14 oder 15 Grad. Mhm. In der Sonne ist es meistens ein wenig angenehmer, aber wir wollen ja jetzt mit dem Rad fahren. Und wenn es uns wärmelt, dann ziehen wir sie halt wieder aus. Ganz genau. Einfach. Also, und jetzt geht's los. Ja. Also der Fluss heißt hier Nidelva wohl, oder Ossi? Ja, so heißt er. Und diese schönen, schmucke Häuser hier. Die stammen aus dem 18. und 19. Jahrhundert und waren ursprünglich mal Speicherhäuser. Und da haben wir den Fluss Nidelva. Und das ist diese berühmte Brücke mit diesen asiatischen Glückstoren oder so ähnlich. Aha. Ursprünglich wohl eine Zugbrücke, ja. Mhm. Und nur die Ketten sind noch da. Ja, und jetzt ist eine Fußgängerbrücke. Und Radfahrbrücke. Naja. Da war extra Radfahrzeichen, wo sie wieder nicht aufpasst. Ja, ja, ja. Jetzt stehen wir hier vor der Domkirche, die nicht nur berühmt ist, weil sie schon die Ursprünge aus dem Mittelalter stammt, sondern weil hier auch die Krönungszeremonie von dem norwegischen Königshaus stattgefunden hat. Also ganz genau vom König Harald V. und seiner Frau, der Königin Sonja. So wie es aussieht, können wir euch die Kirche von innen wieder nicht zeigen, weil sie ist zu.
Logische Erklärung, oder? Ja. Aber was sehr imposant ist, sind auch diese 75 Steinfiguren, die jetzt hier an der Westfassade sind. Ich glaube, der Helle hat sie schon gefilmt, oder? Ja. Jawohl. Und ich mache sicherheitshalber nachher noch ein Foto. Und drinnen wäre es auch ganz interessant gewesen, weil das so ein schummriges Licht anscheinend ist. Und vor allen Dingen, über dem Altar hängt ein modernes Kreuz. Und das besteht aus 80 Kilo Silber. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, okay. Wenn wir reinkommen, sagen wir es euch, wenn nicht, müsst ihr halt selber herkommen. Würde ich auch sagen, ja. Leider abgeschlossen. Kann man nichts machen. Ja, hier sind wir jetzt im Bischofssitz oder im ehemaligen Bischofssitz. Und jetzt heutzutage sind da zwei Museen drin. Und seit, glaube ich, 1160? Ja, existiert es hier. Ja, und was stand da noch auf der Tafel? Irgendwas? Ist einer der dominantesten, die Bischofssitze in Europa. Mhm. Ja, die Bischöfe. Ja, die wussten auch, was schön ist, gell? Ja, und die wissen auch, wie man komfortabel baut. Mhm, das sind die heutige Geschichte. Genau. Die Ursi hätte gerne ein Souvenir aus Norwegen. Oh, das ist ein Norweger Pullover. Und ich glaube, sie ist fündig geworden. Thank you. Das sieht mir sehr nach Gefallen aus. Ursi, ist was? 600 Kronen, rund 60 Euro für so ein Alpaka-Pullover. Warum denn nicht? Das geht, oder? Ja, nimm ihn doch mit. Nee. Warum nicht? Weil der mir jetzt nicht ganz richtig zusagt. Kann man nichts ändern, ja? Nö. So, wir stehen jetzt hier auf dem Marktplatz in Trondheim. Ja, genau. Und das hier ist der Olaf, der König Olaf. Und hier, ja, auf dem Marktplatz war jetzt gerade eine Demonstration. Die scheint jetzt fertig zu sein. Und überall hängen Regenbogenfarben. Ja, genau. Also, es war also eine solche dementsprechende Demo, wahrscheinlich für mehr Freiheiten und dergleichen. Und aber ich habe auch schon Amnesty International einen Stand gesehen. Also, war also von Frieden der Welt war das auf jeden Fall. Gut von Frieden. Genau. Ist ja nicht mal das Schlechteste, oder? Das ist immer gut, ja. Ja, genau. Und hier gibt es auch ein großes Kaufhaus und alles Mögliche. Und McDonald's. Ja. Aber ich würde hier keine McDonald's gehen, ob die hier Rentierfleisch verarbeiten. Du hast noch nie gegessen. Nein, ich esse doch kein Rentier. Warum nicht? Bin ich ein Schwede? Wieso Schwede? Oder Finne? Oder wieso Finne? Oder Skandinavier? Er ist auch kein Norweger, sondern ein Franke. Genau. Und er braucht halt seine fränkische Würst. Ja, haben wir auch dabei. Darf man ja gar nicht so laut sagen. Nein, ganz leise, bleibt unter uns, gell? Ja. Also jetzt gehen wir noch weiter und jetzt gehen wir hier zum Stiftsgarten. Genau, wo der Harald seinen Sommersitz hat, der Harald der V., amtierender König von Norwegen, dem man die Hand schütteln darf, wenn man einen Ding gewinnt, einen Biathlon. Ah, okay. Was du alles weißt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du dich in den Königshäusern so auskennst. Wenn du heute so geglänzt hast, dann muss ich doch auch mal glänzen, oder? Also komm, weiter gehen wir. So, keine Flaggen hier, zwei Fahnenmaste ohne Flaggen. Das heißt? Niemand zu Hause.
Jawohl. Ach, und wir trinken mal jetzt unseren königlichen Tee. Ich weiß es wo. Nachher im Gustl. Ja, okay. Und so sieht das Schloss des Königs oder der Sommersitz vom König. Nicht nur vom König, von der Königsfamilie. Von hinten aus. Jetzt schauen wir, ob er da ist, dann können wir auch einen Tee gleich bei ihm trinken. Nee, nicht einmal der Hintereingang ist offen. Die Türklinge ist da. Pass auf, nachher geht Alarmanlage. So, tut mir leid, wir werden jetzt da rein. Gott sei Dank ging jetzt keine Alarmanlage los. Da hätte man euch auch einmal vorgestellt. Ja. Für alle, die keine Biathleten sind. Ist aber hier ein ganz netter Platz. Genau, sehr vom König. So, und jetzt gehen wir zum Fischmarkt, zum Hafen. Ja, allerdings gehe ich davon aus, es gibt heute keinen Fisch mehr. Denn wir sind schon ziemlich spät am Nachmittag. Und haben schon Fisch im Gefrierschrank? Das gibt es heute nicht. Also. Nein, heute nicht schon wieder. Aber vielleicht morgen. Ja, wer weiß. Da außen sieht man eine Insel und es ist eine ehemalige Klosterinsel. Genau, die Ursi kennt sich aus. Und jetzt ist eine Erholungsinsel, hast du gesagt, oder? Ja, da gehen jetzt die Norweger hin, also die von Trondheim, und gehen baden und machen sich einen gemütlichen Tag. Und die da auf dem Schiff, wo immer wir auch in Norwegen hinfahren, eine AIDA ist schon vor Ort. Ja, ist egal wo wir hinkommen. Das ist jetzt in dem Fall die AIDA Palla, die haben noch nicht auf dem Schirm gehabt. Aber das ist schon das dritte AIDA-Schiff, das uns begegnet, ne? Ja. Mhm. Und hier ist eine kleine Bucht von Trondheim, ein kleiner Hafenbereich. Da hat es wohl mehrere. Und Trondheim liegt übrigens nicht direkt am Meer, sondern im Trondheim Fjord. Genau. Und der ist mit 130 Meter der drittlängste Kilometer. Oh Gott. 130 Kilometer der drittlängste Fjord in Norwegen. Oh. Laut Google. Und laut Ursi. Verkündet von Ursula. Ich gebe es nur weiter, was Google verkündet.
So, und jetzt sind wir am Fischereihafen von Trondheim. Aber natürlich, wie schon gesagt, jetzt hat er natürlich geschlossen. Hier ist absolut nichts mehr los. Wenn jetzt Montag wäre, könnten wir gar nicht da parken, wo wir im Moment parken. Ja, aber heute haben wir Samstag und der Fischmarkt wird vermutlich erst wieder am Montag geöffnet haben. Genau, und wir schließen jetzt auch unsere Stadtführung ab. Ein paar Dinge haben wir ja gesehen. Wir radeln jetzt gemütlich zum Gustl zurück. Und irgendwann müssen wir auch was essen. Ja, genau. Und Fischbrötchen gibt es ja keins mehr. Aber ich weiß nicht, ob der Helle nach der Erfahrung in Bergen noch so scharf auf ein Fischbrötchen ist. Wir machen unser eigenes Fischbrötchen zu Hause. Wir haben uns Lachs gekauft, der ist teuer genug als den Biolachs, den wir normal kaufen. Der ist in Deutschland, der ist günstiger als der Lachs hier, der normale. Ja, ist eigentlich erstaunlich, dass das hier alles so teuer ist. Ja. Auch die Produkte, die es ja hier in diesem Land gibt, wie zum Beispiel Fisch, aber die haben hier ganz schöne Preise. Ja, jetzt sage ich, entweder ist was umsonst. Oder es ist überteuert. Normal ist hier nichts. Nein. Aber schön ist trotzdem. Ja klar, und vor allen Dingen die Sonne scheint. Es ist richtig angenehm, so richtig herbstlich. Genau, und in dem Sinne fahren wir jetzt zu unserem Gustl zurück. Jawohl. Also, seit wir hier in Norwegen sind, ja, da sind ja die ganzen Trolls. Die treiben immer Schabernack mit uns. Was heißt denn hier mit uns? Der Helle muss seinen persönlichen Troll haben. Laufend verlegt er seinen Schlüssel. Viermal schon. Heute habe ich meinen Schlüssel im Supermarkt. Hat mir der Troll aus der Tasche rausgeklaut. Ja? Und ich komme an Gustl und kein Schlüssel mehr da. Und dann liegt der im Supermarkt. Ja, ja, vor dem Brotregal. Ja, zweimal sitze ich vorne und suche meinen Schlüssel. Und wo liegt der? In der Garage. Also diese Trolle, du. Ja, und wisst ihr jetzt? Jetzt kommen wir mal ja gerade aus der City raus. Und was ist? Der Troll muss irgendwie das Navi verstellt haben. So viele Kilometer, wie wir jetzt gefahren sind, vor allen Dingen. Und dann kommen wir dann ganz an den Stellplatz ja, raus. Ja, und vor allen Dingen ging alles bergauf. Also ich sag's euch, ich bin froh, dass ich ein E-Bike habe. Ja, ja, also die Trolls, die machen ganz schön Schabernack mit uns. Ja, und Helle, du kriegst einen eigenen Troll. Ich kann nichts dafür. Nein. Das macht alles der Troll. Ja, ja, ja. So, und jetzt gibt's einen königlichen Tee. Genau. So, wir sind jetzt extra nochmal zum Abschluss von Trondheim hier hochgefahren. Jetzt ist der Städtetrip vorbei, jetzt hört auch der Stress auf, denn jetzt kommt der Regen. Das wollen wir nicht hoffen. Heute ist es zwar sehr bewölkt, aber wie gesagt, ich wollte hier nochmal hochgehen, um den Ausblick zu genießen. Und es hat sich gelohnt, hier hochzufahren. Ist ja vom Stellplatz aus gar nicht weit, gell? Nein, 2,5 Kilometer. Ja, also kein Problem. Und ja, wir schauen uns hier jetzt noch ein bisschen um und dann fahren wir wieder weiter. Gehen wir wieder runter zum Gustl. Ach, der, was ich sagen wollte, diese Festung, das ist ja jetzt eigentlich nur noch eine Ruine und die ist irgendwann einmal abgebrannt und wurde vom hier in Norwegen bekannten Baumeister wieder aufgebaut. Ich glaube, mir blendet den Namen unter rein, für die es interessiert. Und ja, und jetzt schauen wir mal und dann fahren wir jetzt weiter Richtung, wohin? Richtung? Bodø. Ja, also Richtung Lofoten. Richtung Lofoten, Richtung Nordkap. Jawohl. So steht der Helle, wenn er keine Drohne fliegen lassen kann. Wir wollen euch ja auch den besten Einblick geben, den wir erzielen können. Und wir sind hier in einer Flugverbotszone, in einer Genehmigungszone. Und dann seht ihr mal, dass wir nicht grob fahrlässig mit unserer Drohne umgehen. Nein, wir sind nämlich hier auf der Festung Kristiansen. Und hier hat man nochmal einen tollen Blick über die Stadt. Und den wollten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ohne Drohne. Ja,
Genau. Doch nicht wieder schimpfen, dass ich die Drohne in Verbotszonen fliegen lasse. Ja, und wir schauen uns die jetzt ein bisschen an, diese Festung. Also eben, die wird noch zum Teil militärisch genutzt. Und ein Teil ist frei. Und ich glaube, hier hat es irgendwelche Festspiele oder so irgendwas. Ja, das sind irgendwelche Spiele, weil da sind Schiedsrichter dabei. Ja, eben genau. Und wir schauen uns die jetzt mal an, die Festung. Und ja, ich wollte jetzt unbedingt noch mal sehen. Und deswegen sind wir jetzt heute noch mal hier raufgeradelt. Und ja, hier ist ganz schön viel los, obwohl wir ja jetzt Sonntagmorgen haben. Ja, eben vielleicht deswegen, dass die nicht mehr arbeiten gehen. Und die AIDA ist übrigens schon weggefahren. Naja, die ist jetzt so wichtig für mich. Ja, für die Leute auf der AIDA. Was ist zu Trondheim zu sagen? Trondheim ist ja eigentlich eine moderne Stadt, eine junge Stadt. Es ist hier mit Universität, viele Museen natürlich, wie in allen diesen Städten hier, die wir uns nicht angeschaut haben. Die Straßenverhältnisse oder die Straßen sind in einem wesentlich schlechteren Zustand als in Bergen. Mhm, ja, genau, aber man kommt mit dem Fahrrad problemlos durch. Und ja, und ich glaube, das war's. Einfach, ja, ein nettes Städtchen auf dem Wege zum Nordkap. Genau. Wie ihr seht, Helle schneidet ein Video. Also wir sind jetzt nicht weit von Trondheim entfernt. Den Platz, den blenden wir unter ein. Es ist ein offizieller Parkplatz, gell, über Park von Neidweder. Und wir stehen hier direkt am Friedhof. Und davon gehen wir jetzt aus, dass dann heute Nacht natürlich auch sehr ruhig ist. Also Helle schneidet jetzt ein Video. Wir wollten einfach mal eine kleine Pause machen. Es war schon etwas anstrengend, diese ganze Besichtigung, die wir gemacht haben und dann immer gleich weitergefahren sind. Aber ich wollte einfach, solange die Sonne scheint, noch ein paar Sachen sehen. Und das ist uns eigentlich auch gelungen bis jetzt. Und ja, ich glaube, das Regenwetter holt uns ein. Also haben wir gesagt, machen wir heute eine kleine Pause und morgen fahren wir weiter. Helle schneidet Video, ich stricke Socken. In Deutschland soll es nämlich auch einen kalten Winter geben. Also wir sorgen mal vor. Und ich glaube, jetzt stören wir die Helle nicht mehr länger. Danke. Weil das kann er nicht brauchen, gestört werden beim Videoschneider. Also er schneidet, ich strick. Und ja, uns geht's soweit ganz gut, ja. So, heute Nacht haben wir ein ruhiges Plätzchen in Stickelestadt am Kulturzentrum. Und da ist auch etwas ganz Besonderes, was man sich gut anschauen kann. Ja, denn hier steht die Kirche vom König Olaf Haraldsson. Der ist hier 1030 im Kampf gegen einen Bauernherr gestorben. Und die Kapelle soll, oder die Kirche soll von 1180 sein. Und nach seinem Tod von dem König Olaf, der dann nachher heilig gesprochen wurde, als heiliger Olaf, der wird jetzt hier verehrt. Und eben nach seinem Tod ist Norwegen dann ganz zum Christentum übergegangen. Und es heißt, also so munkelt man, dass das von der Kirche mal wieder eingefädelt wurde. Sie machen den König Olaf, sprechen jetzt den heilig, damit Norwegen zum Christentum übergeht. Ja, also das war kein Heiliger in unserem Sinne, ja, denn das war einer, der hat gegen die Bauern hier gekämpft. Ja, also und ein Krieger, Heiliger, naja, die Kirche hat da so ihre Ansichten. Ja, das ist halt die Kirchenmoral dann gewesen, ja. Ja. Genau, eben, aber es ist hier ein sehr schöner Bau, sehr alt und rein können wir leider auch wieder nicht, weil geschlossen.
Ja, und muss man auch dazu sagen, wie wir da gestern Abend gestanden sind, da kamen etliche Norweger Wohnmobile und Busse vorbei. Also das scheint wirklich ein Platz, ein zentraler Platz für die Geschichte von Norwegens zu sein. Ja, wollte gerade sagen, das war jetzt wieder mal ein Stück aus der norwegischen Geschichte. Jawohl, und wir fahren dann weiter. Ja, wir gehen jetzt weiter. Auf unserem Weg nach dort haben wir hier Pause eingelegt. Jawohl, nachdem wir ja jetzt auch schon das Tor zum Norden durchfahren haben, stehen wir jetzt hier an den Laxborsen. Das ist ein 17 Meter hoher Wasserfall und jetzt hat er halt ein kleines bisschen weniger Wasser drin. Da seht ihr ihn. Und da springen dann normalerweise die Lachse hoch, aber da ist es noch ein bisschen zu früh an der Zeit. Ja, das kann sein, ja. Man sieht hier anscheinend auch im Sommer immer viele Angler. Jetzt ist es natürlich sehr ruhig, was uns natürlich entgegenkommt. Wir haben Unmenge Platz. Den nutzen wir aber gar nicht aus, denn wir fahren gleich wieder weiter. Ja, wir haben das jetzt uns angeschaut und ja, ist ein schöner Wasserfall. So, jetzt sind wir am Polarkreis angekommen. Am Arctic Circle? Also am Polarkreis, ja genau. Und das schauen wir uns mal an, was da geboten wird. Ja, ist bestimmt interessant. Bestimmt. So sieht so ein Polarkreis aus. Gehen wir mal gucken. Wir brauchen noch einen, gell, Helly? Ja. Ja, ja. Ich glaube, wir nehmen den da. Soll das der Troll sein, der dir immer Schabernack gespielt? Der mit meinem Troll spielt und ihn ablenkt. Ich schaue lieber noch ein bisschen weiter. Sie kann sich noch nicht entscheiden. Nein. Ist ja auch eine schwere Entscheidung, sowas. Ja, genau. Zumal ein Stück, das man für lange Zeit dann bei sich trägt. Also wenn das die Größen hier sind, dann scheint mir das eh hier so alles nicht zu passen. Ist alles zu klein. Aha. Small. Ich bin nicht mehr small. Vielen Dank, dass ihr uns wieder bei diesem Teil der Reise Richtung Nordkap begleitet habt. Unsere nächste Station sind die Lofoten und von denen berichten wir im nächsten Video.